Herzlich willkommen zu meinem Intensive Stretch Programm für Fortgeschrittene. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir beginnen in der Rückenlage. Streck deine Beine aus, streck deine Arme nach hinten. Verlängere die rechte Körperseite, rechten Arm und rechtes Bein. Die linke Körperseite, linken Arm, linkes Bein. Zieh nochmal die rechte Seite lang, die linke Seite. Streck beide Arme und beide Beine von dir weg. Zieh dann die Zehenspitzen zum Körper und greif mit den verzahnten Fingern dein rechtes Knie und zieh dein Knie in Richtung Brustkorb. Drück währenddessen dein linkes Bein in die Matte hinein. Mit jedem Ausatmen ziehst du dein Knie etwas intensiver zu dir heran. Heb deinen Kopf, streck die Arme und greif den Fuß von rechts und links und zieh dein Knie in Richtung Kinn. Und achte dabei darauf, dass dein linkes Bein in den Boden gedrückt bleibt. Leg deinen Kopf wieder ab, greif den Oberschenkel mit den verzahnten Fingern von hinten, atme ein, zieh dein Knie nochmal zu dir, mit dem Ausatmen streck dein Bein langsam nach oben zur Decke. Mit dem Einatmen beug dein Knie, mit dem Ausatmen wieder nach oben strecken. Einatmen, beugen, ausatmen, strecken. Noch einmal beugen und strecken und hier halten. Beide Zehenspitzen aktiv zum Körper ziehen. Die Oberschenkelmuskulatur anspannen. Und die Schultern, den Nacken dabei ganz weich lassen. Auch hier wieder mit jedem Mal ausatmen, das rechte Bein etwas mehr in Richtung Oberkörper ziehen. Dann löse die Hände, greif entweder deine Wade oder deine Ferse mit den Händen und zieh Kopf und Schienbein zueinander. Achte auch hierauf dabei, dass dein linkes Bein im Boden bleibt. Mit jedem Ausatmen etwas intensiver in die Dehnung hineinkommen. Senk deinen Kopf und greif mit deiner linken Hand entweder die Fußaußenkante oder von außen dein Sprunggelenk oder die Wade. Breite deinen rechten Arm auf der Seite aus, atme ein und mit dem Ausatmen zieh dein Bein nach links in Richtung Boden und gleichzeitig etwas zu dir heran. Dreh dein Gesicht auf die rechte Seite. Nun beugst du dein linkes Bein und greifst mit der rechten Hand den linken Fuß und ziehst ihn in Richtung Gesäß. Drück die rechte Schulter in den Boden und intensiviere wieder mit jedem Ausatmen die Dehnung in beiden Beinen. Komm langsam zurück, schüttel die Beine etwas aus, streck dein rechtes Bein und zieh mit den verzahnten Fingern nun dein linkes Knie zum Brustkorb. Drück deine rechte Beinrückseite in den Boden
zieh das Knie mit jedem Ausatmen etwas intensiver in Richtung Oberkörper. Tief und gleichmäßig durch die Nase ein- und ausatmen. Heb deinen Kopf, greif mit den Fingern die Fußaußenkante, zieh Kinn und Knie zueinander. Leg deinen Kopf wieder ab und greif den Oberschenkel von hinten. Einatmend ziehst du dein Knie zu dir, mit dem Ausatmen streck dein Bein nach oben, Fuß bleibt geflext. Mit dem Einatmen beug dein Knie, mit dem Ausatmen streck dein Bein. Einatmen beugen, ausatmen strecken. Noch einmal einatmen beugen, ausatmen strecken und hier halten. Schultern und Nacken bleiben weich. Mit jedem Ausatmen ziehst du dein linkes Bein etwas intensiver in Richtung Oberkörper. Greif mit den Händen nun deine Wade oder deine Ferse, heb deinen Kopf und zieh Stirn und Schienbein zueinander. Und drück währenddessen dein rechtes Bein in den Boden. Und auch hier wieder mit jedem Ausatmen etwas intensiver in die Dehnung hineinkommen. Senk deinen Kopf und greif deine linke Fußaußenkante mit der rechten Hand, wahlweise auch Sprunggelenk oder Wade. Breite deinen linken Arm aus, atme ein und mit dem Ausatmen zieh dein linkes Bein nach rechts in Richtung Boden und gleichzeitig auch etwas in Richtung Brustkorb. Dreh dein Gesicht nach links. Beug nun dein Bodenbein, dein rechtes Bein und greif mit der linken Hand den rechten Fuß und zieh den Fuß in Richtung Gesäß. Achte darauf, dass Schultern und Nacken entspannt bleiben und intensiviere wieder mit jedem Ausatmen die Dehnung. Zurück. Schüttel die Beine etwas aus. Greif einen Oberschenkel und komm nach oben zum Stehen. Öffne deine Füße hüftbreit. Beug dich nach vorne und greif mit den ersten drei Fingern jeweils die große Zehe. Beug etwas die Knie. Streck die Wirbelsäule, atme ein und mit dem Ausatmen zieh dich nach unten. Zieh die Ellenbogen nach außen, die Schultern weg von den Ohren und die Kopfkrone in Richtung Boden. Verlage das Gewicht etwas nach vorne auf die Fußballen. Zieh die Sitzbeine höcker nach oben. Du kannst auch die Oberschenkel leicht anspannen, um die Beine noch mehr zu strecken. Mit jedem Ausatmen ziehst du dich etwas mehr nach unten. Streck die Wirbelsäule, platziere die Hände vor dir und steig nach hinten in den herabschauenden Hund.
Streck und beuge abwechselnd die Beine und drück die Fersen in den Boden hinein. Lass dein Brustbein weich nach unten sinken. Tief und gleichmäßig durch die Nase ein- und ausatmen. Dann komm nach oben auf die Fußballen. Zieh die Sitzbeinhöcker nach oben. Und mit dem Ausatmen die Fersen in den Boden hineindrücken. Dem Einatmen nochmal auf die Fußballen. Mit dem Ausatmen die Fersen in den Boden ziehen. Nochmal nach oben kommen und dein rechtes Bein nach oben strecken. Und nun wieder die linke Ferse in den Boden hineinziehen. Heb die linke Ferse wieder nach oben und zieh nun dein rechtes Knie und deine Stirn zueinander, mach den Rücken rund. Mit dem Einatmen streck dein Bein wieder nach oben in Richtung Decke. Und mit dem Ausatmen zieh Knie und Stirn wieder zueinander. Mit dem Einatmen streck dein Bein nochmal nach oben. Und mit dem Ausatmen stell den Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Senk nun dein linkes Knie zum Boden. Und lass deine Hüfte nach unten sinken, bis du eine Dehnung im linken vorderen Oberschenkel spüren kannst und im Hüftbeuger. Nimm deine rechte Hand auf dein Knie. Zieh ein bisschen dein Schambein nach oben zum Bauchnabel, dass der Rücken gestreckt bleibt, dass du nicht zu stark ins Hohlkreuz fällst. Du kannst hier bleiben oder, wenn du möchtest, deinen linken Unterschenkel beugen und mit der linken Hand deinen Fuß greifen. Nimm dein Fußballen wieder zum Boden, streck dein hinteres Bein aus und bring den Oberkörper nach oben senkrecht über dein Becken. Verzahn die Finger hinter dir, streck dich, atme tief ein in den Brustkorb. Mit dem Ausatmen zieh nach vorne, leg deine rechte Schulter auf dein rechtes Knie, senk deinen Kopf und zieh die Arme nach oben zur Decke. Komm mit dem Einatmen nochmal nach oben und mit dem Ausatmen Schulter aufs Knie, Kopf etwas senken und die Arme nach oben ziehen. Noch einmal nach oben kommen, einatmen und mit dem Ausatmen nochmal nach vorne beugen. Löse die Hände voneinander, streck die Arme nach oben, atme tief ein und mit dem Ausatmen komm wieder in den herabschauenden Hund zurück. Beuge und strecke wieder abwechselnd deine Beine. Schüttel den Kopf etwas aus. Drück jetzt wieder beide Fersen in den Boden mit dem Ausatmen. Komm nach oben auf die Fußballen, Sitzbeinhöcker ganz weit nach oben einatmen. Nochmal nach unten drücken, ausatmen. Einatmen auf die Fußballen. Und dein linkes Bein nach oben heben. Und nun mit dem Ausatmen die rechte Ferse wieder in den Boden hineinsinken lassen. Heb die Ferse wieder nach oben, atme ein und mit dem Ausatmen zieh dein linkes Knie und die Stirn zueinander, mach den Rücken rund. Mit dem Einatmen geht das Bein wieder nach oben. Mit dem Ausatmen Knie und Stirn zueinander ziehen. Noch einmal nach oben einatmen. Noch einmal nach vorne ziehen, Rücken runden. Noch einmal nach oben strecken, einatmen. Und jetzt den Fuß nach vorne zwischen die Hände stellen. Senk dein rechtes Knie zum Boden. Die Hüfte nach unten sinken und dann leg deine linke Hand auf dein Knie, mach die
untere Wirbelsäule lang. Wenn du weitergehen möchtest, beug dein rechtes Bein und zieh mit der rechten Hand deinen Fuß sanft in Richtung Gesäß. Stell den Fußballen wieder auf, löse dein rechtes Knie vom Boden, streck dein rechtes Bein aus, verzahn die Finger hinter dir, streck die Arme, heb deinen Brustkorb, atme ein, platziere die linke Schulter auf dem Knie, senk den Kopf, zieh die Arme nach oben, komm wieder nach oben, atme ein und wieder nach vorne beugen, Arme nach oben, noch einmal nach oben, einatmen. Und dann noch einmal den Kopf senken, Arme nach oben ziehen. Komm nach oben, streck dich, atme ein. Und komm nochmal in den herabschauenden Hund zurück. Atme aus. Beug und strecke abwechselnd deine Beine. Senk die Knie zum Boden. Lass dein Brustbein sinken, nimm den Kopf nach oben, atme ein. Mach den Rücken ganz rund und atme aus. Nochmal Brustbein senken, Kopf heben, einatmen. Und noch einmal Rundrücken ausatmen. Bring nun dein linkes Knie nach hinten in deine rechte Kniekehle. Öffne deine Füße und setz dich zwischen deine Füße. Leg die Fußrücken auf den Boden. Nimm deine Arme nach vorne, bring deinen linken Arm über deinen rechten Arm, beuge die Knie, lege die Handflächen aneinander und dann zieh die Unterarme nach oben und etwas nach vorne, deine Schultern gleichzeitig nach hinten unten. Wir dehnen hier den Schulterbereich. Gleichzeitig im Sitz auch etwas die Hüften. Löse auf, wechsel die Seite. Bring jetzt dein rechtes Knie in die linke Kniekehle. Setz dich zwischen die Füße. Nimm die Arme nach vorne. Und bring nun deinen rechten Arm über deinen linken Arm. Bring die Handflächen zueinander und zieh wieder die Unterarme nach vorne oben und gleichzeitig deine Schultern nach hinten unten. Tief und gleichmäßig atmen. Und langsam auflösen, Schultern ein bisschen ausschütteln. Komm dann auf deine Knie. Beginn mit der Dehnung Oberkörper. Bring zuerst deine Unterarme zum Boden. Bei dieser Übung ist es wichtig, dass dein Becken einigermaßen über deinen Knien bleibt und nicht nach vorne oder hinten rutscht. Langsam die Arme immer mehr nach vorne bringen. Du kannst entweder hier in dieser Position bleiben, deinen Brustkorb weich nach unten sinken lassen. Nacken ist ganz entspannt. Oder du kommst noch etwas weiter nach vorne, bis dein Brustkorb auf dem Boden aufliegt und dein Kinn auf dem Boden aufliegt. Bleib ganz weich, Schulter, Nacken und Brustbereich. Drück die Handflächen in den Boden. Nimm die Ellenbogen zum Boden und senk dein Becken und streck nochmal deinen Oberkörper. Setz dich jetzt auf die Fersen. Stell deine Fußballen auf.
Spann die Beckenbodenmuskulatur an und zieh etwas deinen Bauch nach innen oben. Und greif mit deinen Händen deine Fersen. Und drück jetzt dein Becken nach vorne. Öffne die Schultern. Und wenn du möchtest, lässt du den Kopf nach hinten in den Nacken hineinsinken. Es kommt wieder auf die Fersen. Wenn du einen Schritt weiter gehen willst, leg die Fußrücken zum Boden, greif wieder deine Fersen und bring wieder dein Becken nach vorne. Halte die Oberschenkel stabil. Wenn du möchtest, legst du den Kopf wieder nach hinten in den Nacken. Stütz mit den Händen deinen Rücken. Komm vorsichtig wieder nach oben. Kreuz die Sprunggelenke und roll über die Füße. Und leg dich auf den Rücken. Zieh die Knie zum Brustkorb. Dann drück den unteren Rücken wieder in den Boden hinein. Nochmal die Knie zum Brustkorb ziehen, bis sich der untere Rücken löst. Und den unteren Rücken wieder in den Boden drücken. Noch einmal Knie zum Brustkorb. Und lösen. Streck die Beine wieder aus. Streck die Arme nach hinten. Und streck noch einmal deine rechte Körperseite. Deine linke Körperseite und streck nochmal den ganzen Körper, beide Arme. Und komm nach oben zum Sitzen. Ich hoffe, das Programm hat dir gefallen. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn du Interesse an mehr Videos hast, dann abonnier doch am besten gleich unseren Channel. Der ist kostenfrei und du verpasst somit dann in Zukunft auch kein Video mehr.